So, herzlich willkommen zum heutigen Stockfree TradeMate Webinar am 20.07. Heute mit dem Olli und mir, dem Valentin. Ich freue mich, heute wieder viele Leute begrüßen zu dürfen. Heute haben wir uns auch extra ja, sehr fein gemacht und eine extra Präsentation gezaubert für die aktuellen ja, spannende Marktlage, die Quartalszahlen, die ja, gestern berichtet wurden und jetzt dann auch noch anstehen. Genau, ich würde sagen, Olli, wie geht's dir? Wie war die Woche bisher? Super, danke. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr beeindruckt von dieser Präsentation, die ja du zusammengestellt hast und die wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Und ich denke, das werden unsere Zuschauer nachher auch zu schätzen wissen. Ja, wie umfangreich die doch ausgefallen ist. Ich hoffe bloß, dass wir mit der Zeit hinkommen, weil wir haben ein ziemlich Ja. umfangreiches Programm vor uns. Ja, auf jeden Fall, genau. Deswegen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr, ich habe es auch schon im Chat gepostet, den Link zu der Umfrage, wenn ihr da teilnehmen würdet und Feedback gibt zu unserer Plattform, da könnt ihr auch was gewinnen. Und genau, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr es natürlich auch direkt im Feedback angeben, dass euch die TradeMate-Webinare sehr, sehr gefallen. Würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Genau, dann würde ich schon sagen, beginnen wir mal so mit Wirtschaftsdaten, Sentiment, Indikatoren, Statistiken, habe ich mal überall kreuz und quer geschaut, was ich da so gefunden habe. Und genau, zunächst einmal, was auch schon vielen aufgefallen ist, der VIX ist aktuell sehr, sehr tief. Also auch wenn man historisch schaut, ja, gerade nicht viel los am Markt sozusagen. Aber wenn der VIX tief ist, kann es halt immer mal wieder diese Spikes nach oben gehen. Da muss man natürlich vorsichtig werden und nicht so in Trance am Markt agieren und dann auf einmal auf dem falschen Fuß erwischt werden. Deswegen ist es auch immer eine Sache, ja, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte, dass da immer mal wieder die starken Spikes geben kann, wie man das so historisch sieht, aber aktuell sehr, sehr auf einem niedrigen Niveau. Ich habe gehört, Dann, dass es auch was ja. damit zu tun haben kann, dass inzwischen viele Amerikaner mit solchen Zero-Day-Options spekulieren und es wird von dem VIX offenbar gar nicht richtig abgebildet. Also die Leute spekulieren immer kurzfristiger, Intraday, und Ja. das erkennt man im VIX dann nicht so, weil das ja länger laufende Optionen sind, die da einfließen. Ja, genau, das habe ich auch gehört, dass der VIX da durch den ganzen Optionsmarkt so ein bisschen manipuliert wird quasi. Also man sollte sowieso nie auf einen einzelnen Indikator zu viel Wert legen. Deswegen also immer Ja. so das Gesamtbild im Blick behalten. Das hat man ja bei TradeMate auf jeden Fall durch die allein schon die verschiedenen Einblicke der diversen Trader, Depots, Strategien. Genau, aber auch hier so im US-Markt sieht man auch der Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones sind alle nur noch 5% vom All-Time-High entfernt und haben ja drei Viertel der Verluste ja aus dem letzten Jahr mehr oder weniger schon wieder gut gemacht. Also vom Bärenmarkt kann man da auch schon lange nicht mehr sprechen. Hier sieht man auch einmal, ja, Nasdaq 4,5% vom All-Time-High entfernt, der Russell mit den kleineren Nebenwerten ist noch knapp 19% vom All-Time-High entfernt. Genau, und auch 178 Unternehmen von 500 sind auch nur noch 5% von dem 52-Wochen-Hoch entfernt. Genau, und der Rest liegt auch schon sehr nah am 52-Wochen-Hoch. Das war ja so ein ganz anderes Bild so im letzten Jahr. Was man Ja. hier in den Grafiken sieht, ist so die Advanced, die Kleinlinie für die verschiedenen Indizes. Und da sieht man auch, dass die stark am Steigen ist, also das Verhältnis aus steigenden zu fallenden Aktien. Er nimmt immer weiter zu, was auf jeden Fall auch ein bullisches Zeichen ist. Genau. Was man auch sieht, natürlich jetzt, wo die Kurse wieder sehr, sehr stark steigen, ist der Fear and Greed Index, in dem Fall im Extreme Greed Bereich, also die Leute sind extrem gierig, liegt aktuell bei 82 oder gestern, als ich den Screenshot genommen hatte. Und ein Jahr zurück sieht man auch hier, war der Fear-Zustand bei 39. Natürlich kann er noch extremere Zustände annehmen, genauso wie der RSI. Also er kann auch sehr, sehr lange Zeit in diesem extremen Gier- oder Angstbereich bleiben. Aber da sollte man dann natürlich immer ein Auge drauf behalten. Aber es gibt auch einige Statistiken, die einen ja eher wieder optimistischer stimmen lassen. Das ist vielleicht noch nicht so quasi das Ende des jungen Bullenmarktes vielleicht ist. Dazu kommen wir dann auch noch gleich.
Genau, also für alle, die es nicht wissen, normalerweise wird es ja als Kontraindikator betrachtet. Das heißt, wenn die Anlegerstimmung extrem bullish ist, also hier im Gear-Bereich, dann wird es eher als negatives Signal gewertet. Ich habe aber auch mal gelesen, dass es gar nicht, dass es, wenn man es auswertet, dass es oft gar nicht so genau stimmt. Also tatsächlich kann es, wenn es in diesem extremen Greed-Bereich noch ist, auch noch eine ganze Weile nach oben gehen. Also es war in der Vergangenheit auch schon öfters der Fall. Aber wie du vorher gesagt hast, nicht einen Indikator alleine betrachten, sondern natürlich immer alles in der Gesamtheit. Genau so ist es. Dann, was man jetzt hier auch noch sieht, einmal hier die Bewertung des S&P 500 versus quasi die US Big Techs mit ja, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia und Tesla. Und man sieht jetzt hier, dass einmal in Blau, das ist der S&P 500 und da liegt quasi die aktuelle Bewertung gerade bei 19, also die Forward-KGVs, also die quasi die erwarteten KGVs liegen gerade bei 19. Die der Mega-Caps, also diese 8, die ich gerade genannt hatte, das liegt aktuell bei 31 hier in grün dargestellt. Und der S&P ohne diese 8 Werte würde bei einem Forward-KGV von 16 traden. Also 16 ist so im historischen Kontext, so bei dem Zinsniveau auch eher so durchschnittlich, also das ist jetzt nicht überbewertet, aber wie gesagt, man sieht hier vor allem, dass diese Mega-Caps ja, das, die Bewertung sehr, sehr nach oben tragen und auch generell sehr, sehr hoch bewertet sind aktuell. Siehst du das so kritisch oder meinst du, das sehen wir dann quasi, wenn die Quartalszahlen berichtet werden, ob die Bewertung gerechtfertigt ist oder nicht? Also ich glaube, dass es von Einzelwert zu Einzelwert sehr unterschiedlich natürlich ist. Also es gibt Aktien, die extrem hoch bewertet sind, auch zum Teil auch aus gutem Grund natürlich. Also aber ja, man muss abwarten. Also diese, man muss ja auch dazu sagen, diese Schätzungen sind oft sind oder sind in der Regel eigentlich zu optimistisch. Also das gilt generell für Analystenschätzungen. Die sind in der Tendenz eher zu optimistisch. Und ja, wenn man zum Beispiel das Schiller KGV oder so anschaut im Vergleich, dann ist der US-Aktienmarkt doch noch ziemlich hoch bewertet, muss man sagen. Wenn man Forward-PE-Ratios nimmt, dann sieht es ein bisschen anders aus, ja. Ja, sehe ich auch so. Aber wird jetzt spannend, so mit den Quartalszahlen, was Auf wir jeden dann Fall, auf jeden Fall. Da auf ist jeden jetzt wieder Fall, sehr viel los und geboten, ja. Und hier möchte ich noch kurz einfügen, also wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu bestimmten Themen, einfach Kommentarfunktion benutzen, dann können wir da auf jeden Fall drauf eingehen, würden uns auch sehr, sehr freuen. Aber wahrscheinlich sind alle so in den Bann gezogen durch die ganzen Informationen hier. Genau. Dann hier die Magnificent Seven, wie sie genannt werden. Oder gerade jetzt die 8. Hier sieht man es auch nochmal, die krasse Performance. Also in Rot einmal diese 7 Werte hier haben eine Year-to-Date-Performance von 58%. Einmal der S&P normal in Grau, also mit allen Werten, liegt aktuell bei 15%. Und die ja, restlichen 493 Unternehmen kommen gerade mal auf eine Performance von 4%. Also man sieht, dass diese krasse Year-to-Date-Performance nicht mal im S&P, sondern im Nasdaq vor allem, das ist ja nochmal über 40% schon gestiegen, eigentlich ja vorwiegend durch diese 7 Werte getrieben wird, die natürlich dann eine hohe Gewichtung haben und dann natürlich dann einen höheren Einfluss auf die Bewegung haben. Was sagst du da, Olli, so zu den News, die da rauskamen, dass dann zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein Rebalancing gibt im Nasdaq? Meinst du es auch, dass eher so ein Non-Event ist? Also ich glaube, kurzfristig kann es natürlich Kursbewegungen auslösen, weil die Indexfonds das ja nachbilden müssen und die müssen dann tendenziell natürlich ja diese 5 großen Aktien, die es vor allem betreffen wird, oder 6, tendenziell etwas verkaufen und dafür die anderen etwas mehr kaufen. Aber ich glaube, das wird so ein, also das wird jetzt rund um den Rebalancing-Termin einen Effekt haben, aber ich glaube danach eher vernachlässigbar. Und es gibt ja tatsächlich dieses jährliche Rebalancing, gibt es ja auch. Also es gibt im Prinzip 3 verschiedene Arten von Rebalancing, einmal quartalsweise, einmal das jährliche und dann dieses Sonder-Rebalancing, zu dem es jetzt kommt.
Und bei diesem jährlichen gelten eigentlich die gleichen Regeln. Das heißt, da werden auch diese großen Werte normalerweise immer wieder ein bisschen zurückgesetzt. Ja, das gehört einfach dazu. Weil wenn man das nicht machen würde, dann würde irgendwann der Nasdaq 100 nur noch von diesen paar großen Werten dominiert werden. Deswegen macht es natürlich Sinn, da den Einfluss dieser großen Werte ein bisschen zu begrenzen. Was ich noch ganz interessant finde, wenn man die rote Linie hier noch aufschlüsseln würde nach den Werten, dann würde man auch sehen, dass Nvidia alleine einen extrem starken Einfluss hatte. Die Aktie hat sich ja seit dem Jahreswechsel mehr als verdreifacht. Also Nvidia alleine hat schon einen riesen Einfluss gehabt, auch auf den Gesamtmarkt und war natürlich hier mit Abstand unter diesen sieben Aktien, die am besten performen. Aber die anderen haben natürlich auch recht gut performt oder auch sehr gut performt, muss man sagen. Also wenn man sich Microsoft oder Tesla oder Meta oder so anschaut, dann klar, die haben auch ordentlich gelegt, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch gespannt. Also am Tag, als die News da rauskamen, gab es natürlich einen Abverkauf, aber ganz ehrlich, wenn man da so auf die Bewegung von Microsoft, dann als die News rauskam, dass das 360 Copilot-Programm da ja, $30 kosten soll, was natürlich nochmal ordentlich viel Geld in die Kassen spülen soll. Ja. Da gab es ja auch eine Bewegung von 6% hoch, was das schon wieder an Marktkapitalisierung ausgemacht hat. Ist auch spannend. Und was ich auch noch gehört habe, ist, ja, dass dieses Rebalancing quasi bei Alphabet ungefähr einmal das Tageshandelsvolumen ausmachen soll und bei Ah, Microsoft interessant. Ja. irgendwie ein Drittel so, was da anscheinend bewegt werden soll. Genau, also gar nicht jetzt so weltbewegend, wie es vielleicht den Anschein haben mag. Ja. Genau, was man hier noch sieht, einmal so die verschiedenen Sektoren und da sieht man quasi so ein bisschen wie so der überverkaufte und überkaufte Zustand, also überkauft in Rot und überverkauft in Grün, sich so entwickelt hat und welche Sektoren da aktuell eher so an der oberen Begrenzung kratzen. Quasi auch so ein bisschen vergleichbar mit dem RSI. Und was man hier sieht, ist beispielsweise, dass so der Healthcare-Bereich, der heute sehr gut aussieht, aufgrund der Quartalszahlen von Abbott Laboratories oder Johnson & Johnson, dass der ja aktuell noch so im Mittelmaß bewertet ist, aber sowas wie Financials kurzfristig wieder heiß gelaufen sind oder Communication Services oder auch, ja genau, sowas wie Technologien natürlich, was sehr, sehr stark gelaufen ist. Und generell auch der S&P läuft da auch schön am oberen Rand entlang. Aber das kann man sich auch alles im Nachgang auf jeden Fall anschauen, weil wir ja die Präsentation dann mit allen teilen werden. Genau. Dann, was sagst du? Meinst du, dass die ganzen Experten, Wall Street-Experten aktuell sehr bullish oder noch eher so bearish sind? Also man sieht ja unterschiedlichste Meinungen. Der eine Indikator oder die eine Statistik sagt das, die andere das. Also was ist so Ja, deine Einschätzung? also wie man hier ja sieht, ist diese hellblaue Linie, das ist diese Bank of America Fund Manager Survey, die ja da monatlich erhoben wird. Und ja, man sieht es hier eigentlich sehr gut. Also die Stimmung war extrem schlecht, muss man sagen. Sie hat sich aber zuletzt etwas verbessert. Ja, das ist im Prinzip die Tendenz. Also unter den Profi-Investoren hatten wir eine extrem schlechte Stimmung und bei den Retail-Anlegern eher nicht. Und aber die Tendenz zeigt bei beiden aktuell nach oben, wie man ja hier auch in deinem Chart oder in dem Chart sehr schön erkennen kann. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das auflöst. Also dieser große Pessimismus der Fondsmanager, das war schon sehr überraschend. Und wenn man das sieht, die waren ja so pessimistisch wie 2009 bei der Finanzkrise. Also schon erstaunlich eigentlich. Sogar pessimistischer als während der Corona-Krise. Ja. Bin sehr gespannt, wie sich das auflöst. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese makroökonomische Situation, wie wir sie jetzt hatten, mit hoher Inflation, mit hohen Zinsen, das hatten wir jetzt schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, das kennt eigentlich keiner mehr aus eigener Erfahrung, sondern das kennt er höchstens noch aus den Geschichtsbüchern sozusagen. Und da darf man sehr gespannt sein, ja, wie sich das dann auswirkt, sowohl auf die Börsen als auch auf die Wirtschaft überhaupt. Und klar, die Inflation geht jetzt inzwischen zurück. Die Frage ist aber auch, welchen Schaden die hohen Zinsen jetzt schon angerichtet haben oder noch anrichten werden. Die Zinsen
steigen ja noch und es ist ja auch so, dass man sagt ungefähr, es dauert so 6 Monate bis 2 Jahre, bis sich das sozusagen durch die Wirtschaft, durch das ganze System mehr oder weniger die Auswirkungen bemerkbar machen. Also bis es von oben in der Wirtschaft bis ganz nach unten sozusagen ankommt, die Wirkung der höheren Zinsen. Und ja, am Anfang knirscht es nur so im Gebälk, aber später kommen dann irgendwann auch die Pleiten und die Insolvenzen und so weiter, die eben dadurch ausgelöst wurden, dass bestimmte Geschäftsmodelle bei höheren Zinsen einfach nicht mehr lukrativ sind und nicht mehr funktionieren. Und da kann schon auch einiges auf die Märkte zukommen, auch im Immobilienbereich zum Beispiel, im Private Equity Bereich, also in den ganzen Bereichen der Wirtschaft, wo man mit heißem Geld, mit geliehenem Geld, mit viel spekulativem Kapital arbeitet, weil da hat man natürlich von den günstigen Zinsen profitiert und bei günstigen Zinsen, da lohnt sich sozusagen fast jede Investition. Und wenn dann die Zinsen steigen und ja, dann zeigt sich erst, welche Geschäftsmodelle wirklich funktionieren und welche nicht funktionieren. Und das hat man ja auch dieses Mal wieder sehr schön gesehen. Die niedrigen Zinsen haben zu Explosionen bei solchen Sachen geführt wie Food Delivery und so weiter. Wenn es Geld billig ist, dann wird alles mehr oder weniger finanziert. Und erst wenn die Zinsen dann wieder steigen, dann zeigt sich, welche Geschäftsmodelle wirklich nachhaltig sind und auch funktionieren können und welche das nicht können. Und da hat man jetzt, da ist die Messe sozusagen noch nicht gelesen, wenn man so ausdrücken möchte, sondern das wird man erst in den nächsten 1, 2 Jahren, glaube ich, so teilweise abschätzen können, Ja, auf jeden wozu das Fall. alles führen wird. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber Ja, alles gut. ja, Wir wissen aber ich hier glaube, das natürlich. steckt nur ein bisschen hinter dem Pessimismus auch der Profi-Investoren, dass die einfach sagen, ja, diese hohen Zinsen und so, das wird sich eben noch auf die Wirtschaft auswirken, aber wir sehen ja hier, die Stimmung hat sich wieder verbessert und bei der neuesten Umfrage von dieser Bank of America Fund Manager Survey, da waren die meisten befragten Fondsmanager auch der Meinung, dass es nur eine schwache Rezession in den USA geben wird, also eine sogenannte sanfte Landung und keine harte Landung. Und ja, da darf man sehr gespannt sein, ob es Ja. wirklich so kommen wird oder nicht. Ja. Wir sind ja auch so ein bisschen in unserer eigenen Bubble hier. Also wenn man Sowieso, jetzt so ja. in unseren ganzen, ja, im Traders Talk von Stock Trade oder generell so mitliest, dann könnte man meinen, ja, der Bullmarkt läuft wie verrückt. Jetzt kann es eigentlich nur noch runtergehen. Aber dass dem eigentlich nicht so ist und dass noch sehr viel Pessimismus im Markt ist, das beweisen wir jetzt auch mal gleich anhand von ein paar Statistiken. Genau, hier sieht man einmal nochmal, dass vor allem die Retail-Investoren, also die Kleinanleger, gerade wieder massiv Aktien kaufen. Hier sieht man mal, ja, aktuell kaufen, ja, die Retail-Flows sind so hoch wie, ja, Anfang 2020, so im größten Hype quasi schon fast schon wieder. Hier sieht man auch wieder, wie das Ganze zurückdreht. Die Investitionen in ETFs und in Einzelaktien sind auch wieder ins Positive gedreht. Also bisher muss man sagen, Retail hat das richtige Näschen und ja, hat die Rallye quasi größtenteils mitgenommen. Und das war ja auch quasi während Corona schon so. Genau, was man hier sieht, dass die Wall Street-Strategen eigentlich noch so immer in so Ultra-Bear-Modus sind und ja, davon ausgehen, dass das zweite Halbjahr ja, negativ sein wird. Man sieht es hier in Blau und das gab schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also da ist noch nicht so viel von Optimismus zu spüren bei den ganzen Wall Street-Strategen. Dann, was wir auch hatten, natürlich Big Techs führen den ganzen Markt an und man sieht hier, dass die Most Crowded Trades, also die Trades, wo gerade die meisten Gelder hineinfließen, Long Big Tech sind, also die genannten 7 Werte. Dann Long Japan, was auch sehr, sehr stark wieder präsent ist. Und Short China Equities, also Short auf chinesische Aktien. Was sagst du dazu? Vor allem so zu Long Japan würde mich jetzt interessieren, weil das habe ich jetzt zuletzt so oft gehört, aber ich persönlich halte da jetzt nicht so viel von, vor allem weil die Kultur eigentlich ja schwierig so für Kapitalismus jetzt ist in dem Sinne. Würde ich eigentlich gar nicht so sehen, weil also das beste Beispiel vielleicht ist der Einstieg von beziehungsweise nicht Einstieg, aber Warren Buffett hat ja auch seine japanischen Investments aufgestockt
Und ja, also die Aktien sind einfach teilweise extrem günstig bewertet. Das gilt auch für die Aktien, wie sie ja Warren Buffett besitzt. Das sind diese großen japanischen Konglomerate, die noch relativ günstig bewertet sind. Und was halt für Japan spricht, ist dieses niedrige Zinsniveau, das es dort ja immer noch gibt. Also Japan hat eben diese Zinserhöhungsphase nicht mitgemacht, die es bei uns im Westen gab. Und Warren Buffett macht das ja auch so, beziehungsweise Berkshire Hathaway. Sie leihen sich günstig Geld in Japan praktisch fast zu Nullzinsen noch. Und stecken das in Aktien, und zwar in günstig bewertete Aktien, wo die Dividendenrendite vielleicht beim Dreifachen oder Vierfachen von dem liegt, was sie jährlich an Zinsen zahlen müssen. Das heißt, die Investition finanziert sich mehr oder weniger von selber, einfach weil sie günstig Geld leihen können in Japan und gleichzeitig noch relativ günstige Aktien kaufen können. Von daher finde ich das schon eine spannende Wette auf Japan. Allerdings ist es jetzt auch natürlich auch schon sehr gut gelaufen, und der Yen hat ja auch, das muss man dazu sagen, der Yen hat in demselben Maße ungefähr abgewertet, wie die japanischen Aktien zugelegt haben. Das heißt, eigentlich müsste man es dann währungsgesichert investieren. Klar, wie gesagt, das ist ja hier bei den Most Crowded Trades mit dabei. Das ist auch schon sehr stark gelaufen, muss man sagen. Und ich glaube, wenn man da jetzt noch aufspringen würde auf den Zug, ist man vielleicht auch schon etwas spät dran, weil die japanische Notenbank könnte ja durchaus auch ihren Kurs ändern im kommenden Jahr, und ja, muss man abwarten. Aber ich fand es nicht unspannend, die Idee mit Japan, aber jetzt ist wahrscheinlich eher schon der Zug wahrscheinlich schon abgefahren, würde ich meinen. Ja, sehr spannend, genau dann. Ich sage schon mal hier ein weiterer Grund. Was jetzt noch hier hatten, dass viele Leute noch auf der Seitenlinie sind. Hier sieht man, was auch ein quasi Trend ist. Hier Overweight Cash, also man sieht hier ganz oben Cash, sind die meisten, ja, investiert auch diese Bank of America Global Fund Manager Survey, und man sieht hier Underweight Equities, sieht man hier auch nochmal, also Untergewichtung in Aktien. Und man sieht auch hier, dass von den Private Equity ja, Investoren da das Dry Powder, also das Geld, was noch an der Seitenlinie liegt, auch stetig steigt. Und ja, genau, nach 2021, 2022 jetzt wieder einen Sprung nach oben gemacht hat. Das ist dann auch nochmal hier eine Grafik, die ich so gefunden hatte. Genau, wir hatten es jetzt natürlich die erste Juli-Hälfte hinter uns. Jetzt beginnt da die zweite, und die ist ja statistisch gesehen ist der Juli somit der stärkste Monat im ganzen Jahr so für Aktien. Der August ist auch noch sehr, sehr stark, aber insbesondere die erste Hälfte im Juli hier hat so historisch die beste Performance seit 1928. Die zweite Hälfte hingegen im Juli, die sieht dann weniger gut aus. Sieht man dann hier, da hat es meistens dann eher so, ja, leichte Rückgänge. Was hältst du so von diesen ganzen Statistiken? Schaust du auf sowas und handelst du danach, Ja, oder? also ich schaue auch auf die Saisonalität. Ich würde jetzt nie allein wegen der Saisonalität irgendeine Anlageentscheidung treffen, aber ich finde es ganz interessant. Und wie du ja gesagt hast, was auch sehr interessant ist, ist, dass dieses Sell in May and go away eben in dem Sinne bei den US-Indizes gar nicht mehr so gilt. Also das habe ich ja auch schon in meinen Artikeln. Ich schreibe ja auch jeden Monat so einen Artikel, wo ich auf die historische Performance eingehe, und da gibt es in den USA eben im Sommerhalbjahr durchaus so ein paar Ausreißer, und der Juli ist eben einer davon, der tatsächlich ein sehr guter Monat ist. Und also bei den US-Indizes gilt es mit dem Sell in May and Go Away gar nicht mehr so arg. In Europa gilt es noch eher beim DAX und beim Eurostoxx und so weiter. Da passt es noch eher, aber in den USA gibt es tatsächlich im Sommerhalbjahr mehrere Monate, die sehr gut sind. Was immer noch passt, ist, dass der September extrem schwach ist, und da gab es ja auch viele, viele Krisen, die sich im September oder so, wo sich der Höhepunkt damals gezeigt hat bei der Finanzkrise und so weiter. Also September sehr schwach, muss man sagen. Das gilt noch am ehesten von dem Sell in May and Go Away. Und ja. Ja, genau. Man sieht hier jetzt noch der Dezember, also die zweite Dezemberhälfte ist dann auch wieder sehr, sehr gut, wenn es dann in die Weihnachtsferien geht. Also das ist aber hoffentlich noch eine Zeit lang hin.
Genau, Genau. und früher war ja der Januar, war ja der allerbeste Monat. Da gab es dann auch sogar wissenschaftliche Untersuchungen mit dem Januar-Effekt angeblich und so weiter. Und das ist jetzt in den USA auch nicht mehr so, wie man sieht. Also der Januar ist nicht mehr so heraus, er ist immer noch ein sehr guter Monat, aber er ist nicht mehr so herausragend, wie es früher war, dass im Januar sozusagen, ich weiß nicht, ein Fünftel der Gesamtjahresrendite oder so erzielt wurde. Das ist jetzt nicht mehr so. Das war früher mal so, aber das war in den letzten 2, 3 Jahrzehnten, glaube ich, auch nicht mehr so. Ja, ich denke mir irgendwie immer so, der Markt, also diese Informationsasymmetrien, die werden immer stärker abgebaut. Also man kann sich mittlerweile bei Stockfree TradeMate, auf Stockfree generell, auf diversen Social Media Plattformen halt sehr, sehr gut informieren. Und je mehr, ja, Anleger, auch Privatanleger, die beschäftigen sich auch immer mehr mit dem Aktienmarkt, halt über sowas Bescheid wissen, desto eher werden diese ganzen Anomalien dann aus dem Markt halt rausgewaschen. Und so kann ich mir das eigentlich nur erklären. Also der Markt wird generell effizienter und diese ganzen, ja, Anomalien von damals oder generell Saisonalitäten und Absolut. so werden vielleicht immer schwächer durch sowas, genau. Ja. Also wir sprechen ja auch gerade drüber, dass es, ja, das ist so die beste performende Zeit, eigentlich interessant ist, dann auch so gekommen ist jetzt, dass die Performance auch wieder gestimmt hat. Rechnet da eigentlich dann mit dem Gegenteil, wenn jeder schon auf die eine Seite setzt, genau. Du hast es auch schon angesprochen gehabt, die Inflation sinkt seit jetzt ja, das 12. Mal in Folge. Aktuell in den USA bei 3% die Inflationsrate von davor, ja, 9,1%, was schon historisch sehr, sehr hoch ist. Meinst du, dass wir da so das Peak gesehen haben? Oder meinst du, dass da vielleicht mal ein Spike hochgeben könnte? Irgendwann hat man ja quasi diesen, ja, diesen Eimer-Effekt raus, das ist ja immer so ein Vorjahresvergleich. Genau. Irgendwann haben wir ja diese leicht zu schlagenden Werte dann nicht mehr. Dann muss die Inflation wirklich runterkommen. Ja, das ist halt die Frage. Also die Inflation, am Anfang wurde die Inflation vor allem durch diese Warenpreise, durch diese, wie soll man sagen, durch dieses fehlende Angebot während der Corona-Zeit ausgelöst. Aber es hat sich dann ja immer mehr verlagert und aktuell, das sieht man auch hier an der Kerninflation, wo Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet wird. Aktuell ist das Problem eigentlich noch der Dienstleistungssektor. Da steigen die Preise weiterhin und wir sehen das ja hier an der Kerninflation, die immer noch so bei 4,9% ungefähr liegt. Und die Frage ist eben, wie sich diese hohe Inflation auf die Verbraucher und auf die Arbeitnehmer und auf die Arbeitgeber ausgewirkt hat. Und man sieht dann eben häufig solche Zweitrundeneffekte. Also der ursprüngliche Auslöser der hohen Inflation ist natürlich nicht mehr da. Die Lieferengpässe während Corona, höchstens noch der Ukraine-Krieg als ein Effekt. Aber da sind ja die Energiepreise sind ja auch inzwischen wieder deutlich gesunken. Ist ja in dem Sinne eigentlich auch kein Problem mehr. Im Gegenteil, die Energiepreise sind ja sogar niedriger als vor einem Jahr. Also die Energie hat aktuell sogar einen negativen Beitrag zur Inflation. Das Problem liegt im Dienstleistungssektor, liegt bei den steigenden Löhnen, liegt bei den steigenden Mieten in den USA noch. Und die Frage ist, wie sticky das sein wird, also wie lange das anhalten wird. Und wenn man zurückschaut in die 80er Jahre, da war im Prinzip die hohe Inflation auch so eine Folge von Einmaleffekten. Da gab es immer wieder da gab es mehrere Ölkrisen, wo dann jedes Mal die Inflation in die Höhe geschossen ist. Und diese Stickiness hat dann letztlich dazu geführt, dass die Inflation lange Zeit nicht wieder zurückkam in den Zielbereich der Notenbanken. Da darf man sehr gespannt sein, ob das jetzt dieses Mal vielleicht auch so sein wird. Also ob es neue Schocks eventuell geben könnte, die dann wieder dazu führen, dass die Inflation wieder in die Höhe schießt. Aktuell sieht es nicht so aus, wenn man auch so Echtzeitindikatoren wie Trueflation anschaut oder wenn man Erzeugerpreise anschaut. Die Erzeugerpreise, die sinken teilweise schon im Jahresvergleich. Also da man im Prinzip schon nicht nur eine Disinflation, eine rückläufige Inflation, sondern wenn wir auf die Erzeugerpreise schauen, haben wir sogar schon eine negative Inflation, also eine Deflation, wenn man so will. Ja, muss man gespannt sein, ob das bei den Verbraucherpreisen so ähnlich sein wird oder nicht. Ich würde da meine Hand weder für die eine noch für die andere Seite ins Feuer legen, sondern ich würde einfach abwarten, was passiert. Klar ist, die Inflation wird wahrscheinlich weiter zurückgehen in den kommenden Monaten und kurzfristig können die Notenbanken wahrscheinlich bald sagen, ja, wir haben das Ziel erreicht oder also Ziel erreicht in dem Sinne, dass die Inflationsrate wieder in Richtung von 2% zurückgeht.
und man wahrscheinlich den Zins erstmal dann nicht mehr weiter erhöhen muss, um das zumindest kurzfristig sicherzustellen. Und das ist jetzt hier schon die Erwartungen für die Zinssitzung in der nächsten Woche, die wir jetzt hier schon sehen. Es wird hier jetzt praktisch mit fast 100% Wahrscheinlichkeit erwartet, dass es jetzt wieder eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte geben wird. Ja, die Fed selber hat ja noch zwei Zinserhöhungen für den Rest des Jahres in Aussicht gestellt. Also eine dürfte es jetzt geben und danach wahrscheinlich nochmal eine. Und wahrscheinlich dürfte es das dann gewesen sein. So zumindest auch die Erwartungen der meisten Marktteilnehmer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon länger nicht mehr drauf geschaut, aber so war zumindest vor 2 Wochen noch die Einschätzung. Also es wird jetzt wahrscheinlich noch zwei, vielleicht sogar drei Zinserhöhungen geben, aber das wird es dann gewesen sein. Ja, genau, spannend aktuell ist sogar die Wahrscheinlichkeit für das nächste dann im September, dass es dann schon da gleich behalten wird. Also ich bin nochmal alles Genau. durchgegangen. Aktuell sieht sogar eher nach einer einzigen nur noch aus. Ach, Dann quasi. okay. Ich dachte, dass Aber das schon ändert sich ja später im sowieso Jahr dann ganz nochmal schnell. eine weitere eingepreist wird, aber wahrscheinlich nicht mehr Ja, inzwischen. das kann sich alles so schnell ändern, aber aktuell Genau. wird nur mit einer gerechnet, also in der nächsten Sitzung. Auch Ja. schon wie der Titel sagt, higher for longer. Aktuell sieht eigentlich alles so nach Goldilocks-Szenario aus. Also Inflation ist rückläufig, Wirtschaft hält sich auch gut, Quartalszahlen sind auch noch passend, und die Zinsen sind auf einem hohen Niveau. Also man muss endlich mal die Wirtschaft in eine Rezession treiben, um die Inflation hinunter zu bekommen. Arbeitsmarkt ist eigentlich auch ziemlich stabil, also sieht aktuell eigentlich alles sehr gut aus. Und das Und Sahnehäubchen wäre dann natürlich, wenn die Fed irgendwann wieder dazu übergehen würde, die Zinsen sogar zu senken. Also nächstes Jahr vielleicht. Ja, muss man abwarten. Genau. Genau, hier Allem, habe ich es auch. ja. Ja. Nee, fahr fort, genau. Ja, hier Ja, sehen genau, wir es. also quasi ein Higher for Longer und dann im 1. Mai 2024 wird damit gerechnet, dass wir dann wieder runterkommen, quasi, also Ah, genau. aktuell auf dann die erste Zinssenkung sehen. Gibt ja auch viele Statistiken, die sagen, ja, wenn es dann eine Zinssenkung gibt, dann kommt erst der Crash, aber da muss man auch wieder sehen, dass es halt historisch meistens dann wirklich irgendwelche Dellen in der Wirtschaft gab, die der Genau. Grund für diese Zinssenkung waren. Wenn es aber in dem Fall ja nicht der Fall ist, dann muss es auch nicht zwangsläufig schlecht sein, genau, wenn wir die Inflation besiegen und nicht wegen der Rezession. Genau. Genau. Also sinkende Zinsen sind für sich alleine genommen natürlich gut für die Wirtschaft und gut für die Aktienmärkte, aber sie treten halt meistens dann auf, wenn die Wirtschaft in der Krise ist, und das ist natürlich nicht so gut für die für Wirtschaft und beziehungsweise für den Aktienmarkt. Und klar, also das ist schwer, die beiden Effekte dann auseinanderzurechnen. Aber wie du es eben erläutert hast, ja, so ist genau. Genau, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. It's Earnings Season again. Und jetzt würde ich mal sagen, starten wir so rein. Wir hatten jetzt schon ein paar spannende Quartalszahlen die letzten Tage. Wir sind wieder fleißig am Posten. Also bei Stock Free Trade Mate im Traders Talk, da geht es rund. Da poste ich wirklich in Echtzeit quasi die Quartalszahlen rein, sobald die reinkommen. Ist immer eine anstrengende Zeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, ich würde mal starten. Wir hatten am Anfang die Großbanken. Da wollen wir nur ganz kurz drauf eingehen. Man sieht jetzt hier nach der Bankenkrise, dass hier der Dow Jones US-Bankenindex, also eher die Großbanken, den KBW oder KAI, genau hier deutlich outperformen für die kleineren Regionalbanken. Man sieht hier minus 24,9%, minus 10% seit Januar. Also genau, Großbanken outperformen Regionalbanken. Und das sieht man dann auch hier bei den Quartals, dann so ein kurzer Überblick. JP Morgan, genau, vielleicht kennt den Gag einer. Der ein oder andere war natürlich so unter den Banken die Best-Performance. So von den Quartals, aber was man auch öfters gesehen hat, ist, ja, dass die Nettozinseinnahmen doch gar nicht, die Zinserträge gar nicht so stark waren. Und JP Morgan hat da natürlich noch einmal Effekte durch die Übernahme von der First Republic Bank, war das, oder? Genau, und Genau, ja. ja, vielleicht magst du noch was zu sagen. Ich glaube, du hast einen Artikel sogar zu den Banken geschrieben. Ja, aber ich möchte eigentlich gar nicht so arg viel dazu sagen. Also diese Regionalbankenkrise hat natürlich vor Augen geführt, dass das, was man eben immer so, also ich möchte jetzt vielleicht das Big Picture ein bisschen ansprechen, man hat ja immer so gesagt, die Banken profitieren
von den, jetzt muss ich, werde ich hier gerade angerufen, Entschuldigung, muss ich kurz abbrechen, Nicht schlimm. sorry. Genau. Also man hat ja immer gesagt, die Banken profitieren von den höheren Zinsen. Und was man eben gesehen hat durch diese Regionalbankenkrise ist, dass es nur ein Teil der Wahrheit ist. Klar, die Banken profitieren von höheren Zinseinnahmen. Sie haben allerdings natürlich durch steigende Zinsen zum einen auch höhere Risiken. Sorry, jetzt muss ich hier noch einfach mal kurz den Ton ausschalten. So, Sie haben einerseits durch die höheren Zinsen natürlich höhere Risiken, weil auch das Kreditausfallrisiko sozusagen steigt. Und Sie haben auf der anderen Seite natürlich auch höhere Zinskosten. Und ja, alle drei Effekte, also Zinseinnahmen, Zinskosten und mögliche Kreditrisiken, also die Auswirkungen auf die Risiken bei den vergebenen Krediten und Darlehen, das sind im Prinzip drei verschiedene Effekte, die man gegeneinander aufrechnen muss. Und es sieht bei jeder Bank ein bisschen anders aus. Das hängt auch ganz davon ab, was diese Bank eigentlich macht und was diese Bank eigentlich finanziert hat. Und ja, so Sachen wie Silicon Valley Bank und so weiter, die haben natürlich hochriskante Investitionen im Startup-Bereich, im Venture Capital-Bereich finanziert. Und das hat ihnen dann letztlich auch das Genick gebrochen. Und ja, also ist gar nicht so einfach zu sagen. Und Banken sind auch so eine, auf gewisse Art und Weise so eine Art Blackbox, weil man meistens gar nicht so genau weiß, was in den Büchern eigentlich genau drinsteht. Das hat man ja auch während der Finanzkrise und während Corona und so weiter gesehen. Da blicken selbst die Banken selber oftmals nicht so ganz genau durch, wie ihre Risiken aussehen. Und entsprechend schauen sie dann eben, ja, also entsprechend ist es von außen oft schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall. Also bei den Banken lasse ich auch die Finger weg. Die Bilanzen sind sehr, sehr komplex und alles. Und ja, genau. Aber es ist auch nicht so das spannende Thema. Aber genau, Ja. deswegen würde ich sagen, springen wir mal gleich zum spannenden Thema Halbleiter und KI, das Thema so dieses Jahr bisher. Da würde ich sagen, starten wir mit der ASML. Das ist ein Unternehmen, was vielleicht gar nicht so viele kennen oder jetzt in letzter Zeit dann vielleicht eine oder andere jetzt gehört hat. Die sitzen ja in Holland und ja, haben mehr oder weniger ein Monopol auf diese ganzen Lithografie-Maschinen, die sie an bestimmte ja, Unternehmen wie beispielsweise Taiwan Semiconductor ja, verschiffen. Da so eine fette Maschine, bis die da mal verschifft ist in den ganzen Einzelteilen, das kann dann auch ja, einige LKWs und Flugmaschinen benötigen. Also das ist ein Verfahren, was ja, ASML da quasi der Vorreiter ist. Und mehr oder weniger ja komplett für sich alleine hat den Markt in dem Bereich Taiwan Semiconductor ist dann quasi für die ganze Manufaktur von den ganzen Chip-Designs, die sie von beispielsweise Nvidia oder AMD bekommen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Cloud-Provider, wie dann beispielsweise Alphabet, Microsoft oder Amazon. Und dann natürlich noch so die ganzen Softwareanbieter wie Microsoft oder Google mit Google Workspace, die dann alle so ja, einen kleinen Kosmos in diesem ganzen KI-Bereich abbilden. ASML hat einen Stock-Free-Score von 83. Zum Score hast du ja schon einiges geschrieben, hast auch ein paar spannende Formate. Und das kann man natürlich erwerben, wenn man Stock-Free-Trade mit haben möchte. Gibt es ja auch die Möglichkeit, über Stock-Free Ultimate zu geben. Also da hat man komplett das Technikpaket und Stock-Free-Trade mit dem Stock-Free Plus. Da hat man auch direkt Zugriff auf den Stock-Free-Score, den wir jetzt auch in den folgenden Slides so ein bisschen mit verarbeitet haben, um dann direkt so einen schnellen fundamentalen Überblick zu bekommen. Genau, was man hier sieht. ASML hat so ja, ein KGV für 2023 von 35, aber ist in dem Fall halt schwierig zu sagen oder besser gesagt schwierig zu vergleichen. Man kann es natürlich so ein bisschen mit der Branche vergleichen, aber da ASML wirklich so ein kleines Monopol hat, sind da höhere Bewertungen auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Aber genau, hier so ein kleiner Überblick. Hier sieht man auch den Stock-Free-Score einmal im Vergleich zu ein paar Mitbewerbern. Wie gesagt, Mitbewerber ist ziemlich schwer zu sagen, weil diese ganzen anderen Unternehmen beispielsweise in der Ausrüstung von den ganzen Halbleitern arbeiten für die ganzen Maschinen. Also ist jetzt ziemlich schwer so zu vergleichen. Aber hier so ein paar spannende Fundamentalkennzahlen, die man sich dann im Nachgang bei der Präsentation auf jeden Fall auch anschauen kann. Hier nochmal etwas kurz zur Kurzperformance, also die letzte Kurzperformance war sehr, sehr gut. Jetzt gab es einen stärkeren Rücksetzer nach den Zahlen. Heute ging es dann auch nochmal runter, weil Taiwan Semiconductor auch noch genau Quartalszahlen hatte. Hier schreibt schon der Frank, dass man sich auch die historischen KGVs anschauen sollte. Auf jeden Fall.
Ja, das geht auch bei Stockfree. Da kann man ja über den Screener einfach die verschiedenen Jahre eingeben. Da kann man sich das auf jeden Fall ja auch direkt anschauen. Aber das habe ich jetzt in der Präsentation nicht verarbeitet, aber vielleicht beim nächsten Mal dann direkt. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt auf die Quartalszahlen ein. Oder zuvor noch vielleicht auf den Chart. Den Screenshot habe ich heute noch genommen, also damit wir die aktuellsten Kursdaten direkt drinnen haben. Ein paar Kursmarken hineingelegt. Aktuell sind wir unter dem EMA 50 und genau hier so bei 615 Euro. Ja, gibt es so die erste Auffangzone auch so vom Volumenprofil her. Wurde so das meiste Volumen bei rund 600 Euro gehandelt und da verläuft auch der EMA 200. Also, das ist eigentlich so ein, ja, jetzt so hier und dann vielleicht da nochmal sehr spannende Niveaus. Hier sieht man auch so eine kleine Top-Bildung bei 685 Euro da oben, aber. Das kann man sich dann im Nachgang auch mal anschauen, den Chart, oder den findet man bei mir dann auch nochmal, weil der auch öffentlich gestellt ist, der Chart. Genau. Und jetzt kurz zu den Quartalszahlen. Ich habe mir die angeschaut. Der Olli hat sich die Tesla und Nvidia, Netflix angeschaut, zu denen wir dann auch noch später kommen. Was man sieht, also der Umsatz hat um 27% zugelegt, was Nvidia war. Die Bruttomargen lagen auch leicht über den Erwartungen. EBIT-Marge genauso, auch der Gewinn der Aktie, also die ganzen Zahlen waren sehr gut. Man hat auch den Ausblick angehoben und erwartet jetzt ein Umsatzwachstum für 2023 von 30%. Die Bruttomargen lagen minimals unter den Erwartungen. Genau, und auch die Umsätze liegen deutlich über den Erwartungen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum gibt es dann den Sell-Off? Aber meist gibt es ja Sell-the-News, also die Aktie ist zuvor sehr, sehr gut gelaufen und da darf man sich durch sowas nicht verunsichern lassen. Heute schlägt dann natürlich nochmal, schlagen nochmal die Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor so ein bisschen auf den Magen, da kommen wir aber auch noch gleich zu. Genau, was man hier auch sieht, es kam ja auch die News, dass die Exporte nach China vor allem ja unterbunden werden sollen, weil ja ASML so ja, wichtige Maschinen hat in dem ganzen Bereich, soll es da Restriktionen geben, aber das Management sieht da keine erheblichen finanziellen Auswirkungen. Genau, und auch wie Taiwan Semiconductor sagt ASML, dass ja, die Kunden aktuell ein bisschen vorsichtiger sind, aber sie sind eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, weil die so einen hohen Auftragsbestand haben. Genau, so sieht es bei ASML aus. Also eigentlich starkes Unternehmen, natürlich nicht günstig bewertet auf der Markt, aufgrund der Marktstellung, aber auf jeden Fall was für jedes langfristige Depot. Genau, hier nochmal so eine Grafik, kann man sich dann auch im Nachgang nochmal ansehen, wie so quasi die Umsätze, wie die sich ausbauen, aus welchen Bestandteilen, das läuft hier in die Umsätze rein. Und dann sieht man hier einmal die Kosten für die Umsatz, also die Umsatzkosten, dann hier mal den Gross Profit, genau, und dann hier, wie sich das Ganze doch nochmal aufteilt bis zum Gewinn in dem Fall hier. Genau, hier ein paar Daten. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem Stockfree Score, wo man quasi die Kategorie Wachstum hat. Da sieht man mal den Score für die Kategorie Wachstum und dann die verschiedenen Subkategorien, sei es jetzt Umsatzwachstum über 5 Jahre oder das Gewinnwachstum. Genau, hier nochmal kurz was zu den Analystenkursthemen. Da habe ich auch natürlich drauf geschaut. Die sind auf jeden Fall weiterhin sehr bullish. Die Analysten, die meisten Kursziele waren jetzt zuletzt dann bei 740 Euro gelegen. Teilweise gab es sogar welche, die 800 und 900 Euro aufgerufen haben. Also die Analysten bleiben auch nach den Quartalszahlen bullish und die Kommentare haben sich alle sehr, sehr gut gelesen. Genau, dann kommen wir zu Taiwan Semiconductor, auch im Halbleiterbereich. Aber das ist jetzt Halbleitermanufaktur, also die produzieren die Halbleiter dann auch tatsächlich. Da jetzt natürlich das Taiwan-Risiko mit China ist natürlich ein Abschlag, der da gehandelt wird. Deswegen, wenn wir jetzt auch auf die Bewertung schauen, ist die deutlich günstiger als jetzt beispielsweise eine ASML, auch wenn Taiwan Semiconductor quasi fast auch schon so ein kleines Monopol hat, einer der größten Fertiger ist. Genau. Und hier sieht man auch nochmal einen Vergleich mit anderen Wettbewerbern. Auch hier kann man das ziemlich schlecht jetzt vergleichen, aber nur zur Vollständigkeit.
Genau, also bei Taiwan Semiconductor ist ganz interessant, die Produkte von denen stecken in fast jedem Elektronikprodukt der Welt Ja. oder in mehr als der Hälfte aller Elektronikprodukte, habe ich mal gehört. Das sind oft ganz einfache Bauteile nur oder ganz einfache Bauteile, aber die werden halt in großen Mengen hergestellt und häufig auch nur von Taiwan Semiconductor. Und ja, technologisch sind sie auch mitführend, muss man sagen. Also da geht es ja um diese Spaltbreiten auch und da wird Taiwan Semiconductor bald diese 3 Nanometer Spaltbreiten in größerem Umfang produzieren und damit haben sie auf jeden Fall einen Vorsprung gegenüber zum Beispiel Intel und ähnlichen Unternehmen, die ja lange Zeit wenig selber produziert haben und viel haben produzieren lassen. Und da hat jetzt natürlich auch durch Corona und durch dieses China-Risiko hat dann natürlich ein Umdenken eingesetzt und ja, Intel investiert ja deswegen ganz stark auch in die eigene Fertigung. Aber klar, das wird sich nicht von heute auf morgen realisieren lassen und Taiwan Semiconductor hat da aktuell durchaus noch einen Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen. Aber ja, wird spannend zu sehen sein, ob das so bleibt oder ob eventuell zum Beispiel Konzerne wie Intel oder so wieder aufholen können. Ja, sehr gut, genau. Und man sieht jetzt hier ASML, beliebter Taiwan Semiconductor. Also die Unternehmen stehen sehr, sehr stark in Beziehung zueinander und Apple ist, glaube ich, auch einer der größten Kunden bei Genau. TSMC. Genau, beim Chart sieht man auch hier, dass wir aktuell mit dem EMA50 kämpfen, mit der gelben Linie hier. Könnte jetzt natürlich noch einen leichten Rücksetzer so in Richtung 90 US-Dollar in dem Fall auch hier an den EMA200 geben. Das wäre hier dann so Genau. grob. Genau, dann hier bei den Zahlen auch hier übertrifft man sogar beim Gewinn die Analystenschätzung, obwohl ja der Gewinn um 23% gegenüber dem Vorjahr ja, niedriger ausgefallen ist, aber es wurde auch schon so erwartet, aber dennoch übertrifft man den Gewinn, genau vor allem Smartphones und High-Performance-Computing, da gab es eine Abschwächung. Der Umsatz lag auch über den Erwartungen, die operative Marge auch deutlicher zurückgegangen um 7 Prozentpunkte. Die Bruttomarge, genau, ist auch um 5 Prozentpunkte gefallen. Genau, und die Umsätze waren in dem Fall auch unter den Erwartungen, vor allem die Guidance war schwächer bei Taiwan Semiconductor. Auch der Umsatz soll aufs Gesamtjahr gesehen um 10% rückläufig sein. Und man denkt, dass AI die Nachfrage da auf jeden Fall stark bleiben wird für Server-AI-Prozessoren. Und dass es dann auch noch einen größeren Prozentteil, also jetzt Low Teens, also im unteren 10er-Prozentbereich ausmachen wird an den Umsätzen über die Ja. kommenden 5 Jahre. Aber da hat der Sascha auch vorhin einen spannenden Kommentar zu geschrieben. Vielleicht magst du da kurz zu was sagen, was Taiwan Semiconductor zu dem ganzen AI-Trend sagt. Genau, also interessant. Ja, also vielleicht kurz noch ein Rückblick. Also Smartphones, High-Performance-Computing, das hatte während Corona einen großen Boom und davon hatte auch TSMC profitiert. Und dieser Boom war dann vorbei und jetzt sozusagen zeigt sich die Abschwächung, die sich im zweiten Quartal noch deutlich gezeigt hat, eben auch in diesen Umsatz- und Gewinnrückgängen. Und ja, die Hoffnung wird auf jeden Fall sein, dass KI da natürlich einen neuen Trend auslöst. Allerdings war da Taiwan Semiconductor heute sehr, wie soll man sagen, oder eher die Euphorie ein bisschen bremsend und hat gesagt, dass man da vielleicht doch eher ein bisschen zu optimistisch ist. Und ich habe jetzt das Zitat tatsächlich gar nicht mehr exakt im Ja, ich Kopf, habe es vielleicht hast du es die noch im Kopf. kurzfristige krasse Genau. KI-Nachfrage lässt sich Ja, genau. definitiv auf lange Sicht hochrechnen und die Genau. können gar nicht ja, vorhersagen, ob das die Nachfrage jetzt so Genau. anhalten soll oder abflachen wird. Da ist natürlich dann wieder die Frage, so Nvidia, was diese prophezeien und Nvidia gibt ja die Aufträge an Taiwan Semiconductor weiter. Also, das habe ich schon beim Rocco gesagt, da muss einer irgendwie lügen. Also, entweder Nvidia ist da zu optimistisch, zu euphorisch oder Taiwan Semiconductor und auch Ja. Arista Networks und so sind einfach zu, ja, wirklich zu realistisch oder zu pessimistisch underdelivern eher so und übertreffen dann im Nachgang. Also es wird Ja. auf jeden Fall sehr spannend. Was man sieht, ist der Free Cashflow, der jetzt in dem Quartal jetzt negativ war, aber der soll in den kommenden Quartalen wieder positiv drehen. Und man sieht auch hier, dass der Anteil, den China an den Umsätzen ausmacht, auch immer stärker abnimmt, weil es aktuell bei 12% liegt und Nordamerika mit 66% weiter zulegt. Also
Man versucht sich auch ein bisschen so weg zu diversifizieren von China auf jeden Fall und hier nochmal in die Segmente aufgeschlüsselt. Genau, und die Hoffnung wäre vielleicht, dass jetzt im zweiten Quartal vielleicht das Tief erreicht wurde. Also man sieht das ja auch hier am Free Cashflow zum Beispiel und dass es Ja. dann wieder nach oben geht und beim Umsatz ganz genauso. Der Umsatz soll im dritten Quartal auch wieder höher sein als im zweiten. Also eventuell hat man ja im zweiten Quartal sozusagen das Tief gesehen und ab jetzt wird es wieder besser. Aber ja, wie Taiwan Semiconductor hier eben selber sagt, das lässt sich gar nicht so klar sagen und ja, Vorsicht ist auf jeden Fall angebracht. Genau, hier hat man es auch nochmal aufgeschlüsselt, kann man sich dann auch auf jeden Fall anschauen. Genau, ich sehe, Kursziel liegt sehr nah bei dem aktuellen. Genau, aber jetzt würde ich sagen, springen wir zu Tesla. Wir hatten gestern Quartalszahlen und die Aktie ist heute ja, stärker minus, aber auch die Performance hier today ist sehr, sehr stark, lässt sich auf jeden Fall so festhalten. Bewertungen astronomisch natürlich, auch im Vergleich zu den ganzen deutschen Automobilherstellern vom Score her. Ja. Deutlich schlechter. Aber jetzt bin ich gespannt, was du uns auf jeden Fall dann gleich zu den Quartalszahlen sagst. Ganz kurz zum Chart was. Ja, vielleicht ist jetzt noch mal ein bisschen tiefer, aber auch hier laufen wir dann quasi auf den EMA 50 langsam zu. Da ist vielleicht so $225 vielleicht mal ein spannendes Niveau, wo man anfangen könnte, mal näher drauf zu blicken. Genau. Dann würde ich sagen, jetzt überlasse ich dir das Wort zu den Ja, also Quartalszahlen. Tesla hat die Erwartungen übertroffen, sowohl was den Umsatz betrifft, als auch was das Ergebnis betrifft. Wir sehen auch hier bei ein paar Sachen wurden die Erwartungen nicht so ganz erreicht. Also die Bruttomarge im Autogeschäft zum Beispiel und Free Cashflow lagen unter den Erwartungen. Ja, ich glaube aber, das Hauptproblem ist einfach tatsächlich, dass die Aktie schon extrem gut gelaufen ist und dass Tesla sich dieses starke Umsatzwachstum, 47% gegenüber dem Vorjahr, eben auch durch Preissenkungen und Ähnliches erkauft hat und gar nicht so klar ist, ob Tesla diese hohe Produktion, also sie steigern ja die Produktion extrem stark und es soll auch in Zukunft so sein. Und ich glaube, das Entscheidende für Tesla wird sein, ob sie diese vielen neuen Fahrzeuge, die sie dann produzieren werden, ob sie die auch dann an den Mann bringen können, wenn sie eben nicht die Preise so stark senken, dass es dass es für sie immer weniger lukrativ wird. Also Tesla expandiert eben sehr stark und zuletzt war das zum Teil nur noch deswegen möglich, weil eben auch die Preise gesenkt wurden und die Profitabilität drunter gelitten hat. Und ja, da wird Tesla jetzt wird schwierig haben, da zu navigieren. Sie müssen natürlich die Preise so stark senken, dass sie jetzt hier auch ihre starke Expansion sozusagen, dass sie die vielen Fahrzeuge, die sie dann produzieren, auch an den Mann bringen. Aber sie dürfen natürlich nicht die Preise so stark senken, dass es dann letztlich gar nicht mehr profitabel ist. Und ja, Tesla befindet sich da auf einem schwierigen Pfad und auch auf einem Pfad, der sich schwer abschätzen lässt. Das hängt nämlich von ganz vielen Sachen ab. Zum einen natürlich davon, wie schnell die Leute tatsächlich auf Elektrofahrzeuge umsteigen und ganz stark natürlich auch von der Konkurrenz und ob es Tesla gelingen wird, hier diesen hohen Marktanteil bei Elektrofahrzeugen zu behalten. Und da gehen die Meinungen ja auch extrem stark auseinander. Auch wenn man die chinesischen Autobauer zum Beispiel sieht, die ja inzwischen auch nach Deutschland expandieren, also BYD zum Beispiel beziehungsweise ist ja dabei, auch in Deutschland den Markteintritt sozusagen zu feiern und andere Chinesen könnten folgen und die deutschen Autobauer haben auch immer mehr Elektromodelle im Programm und ja, also da gehen die Sichtweisen eben sehr stark auseinander und ich bin da selber sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Um vielleicht auf die jetzigen Quartalszahlen zurückzukommen, kann man es vielleicht so zusammenfassen. Tesla wächst eben extrem stark, aber dieses Wachstum wird eben dadurch finanziert, dass die Margen eben auch ein bisschen rückläufig sind. Und wenn man den Trend eben so in die Zukunft extrapoliert und die Margen immer weiter zurückgehen, dann nützt Tesla letztlich auch dieses starke Umsatzwachstum nichts, beziehungsweise dann wäre es eher sogar hinderlich, also diese starke Expansion. Andererseits sind die Bewertungen so hoch, dass diese starke Expansion letztlich notwendig ist und auch die Fantasie mit Robotaxis und so weiter. Ich glaube, wenn es diese ganzen Visionen nicht gäbe oder auch mit KI, wo ja Tesla auch ein Wörtchen mitreden will, also wenn es diese ganzen Visionen nicht gäbe und das hohe Wachstumstempo aktuell, dann wäre diese hohe Bewertung für Tesla auch sehr schwer zu rechtfertigen.
Ja, aber sehr spannend. Also ich glaube, für Tesla könnte es da in den kommenden Quartalen nochmal ziemlich schwierig werden. Auch weil die Aktie ja schon sehr gut gelaufen ist, wie du es gesagt hast. Und die erste Marktreaktion war ja auch negativ, muss man sagen. Ich glaube, das hatte weniger mit den Zahlen zu tun. Es hatte eher was damit zu tun, dass die Aktie so gut gelaufen ist und dass viele Leute dann jetzt gesagt haben, dann nehme ich jetzt mal Gewinne mit, ich bin hier ordentlich im Plus und dann verkaufe ich jetzt mal nach den Zahlen. Ja, der Elon Musk hat ja auch noch anklingen lassen, dass weiterhin alles eher so auf Kosten der Profitabilität geht, also die Skalierung. Ja. Was natürlich auch im Earnings Call gesagt wurde, dass die Factories auch nochmal ein bisschen umgebaut werden. Da kann es dann zu Stillständen in der Produktion kommen und deswegen wird die Produktion im nächsten Quartal auch ein bisschen leichter unter den Erwartungen liegen. Was auch noch herauszulesen war in den Earnings, dass die Solarinstallationen so im Energiebusiness auch leicht rückläufig waren jetzt. Die Energiespeicher sind weiter extrem krass angestiegen, natürlich vom kleinen Niveau aus. Aber das ist auch ein Grund, warum heute beispielsweise einige Solarwerte negativ tendieren. Genau, hier sieht man auch den Marktanteil von Tesla in USA, Kanada, Europa und in China in grün. Sieht man auch, wie die an Marktanteil gewinnen. Auch jetzt beispielsweise im EV-Charging-Standardbereich. Zuletzt Nissan auch hinzugestoßen zur Ladeinfrastruktur von Tesla. Auch schon deutsche Unternehmen wie Volkswagen, Mercedes sind dabei, Ford, General Motors, Rivian. Also da ist gefühlt schon jeder dabei bei Tesla. Genau, das könnte Genau. natürlich auch zukünftig ein spannender Bereich werden. Ja, was man hier noch vielleicht noch anfügen kann, also man sieht hier den Marktanteil an allen Fahrzeugen, die verkauft werden, Ja, sozusagen. Wenn man jetzt allein ja. das Elektrosegment anschaut, dann sieht es zum Teil ein bisschen anders aus, eben weil die anderen Autobauer auch immer mehr Elektromodelle auf den Markt bringen und da teilweise dann auch an Boden gewinnen. Aber klar, es wird einen Umstieg auf die Elektromobilität geben und wie du es gesagt hast, Tesla hat da eben dadurch, dass sie jetzt hier diesen Ladestandard in den USA etabliert haben, dem sich ganz viele andere Autobauer inzwischen schon angeschlossen haben, das könnte Tesla in den kommenden Jahren natürlich auch ordentlich Rückenwind geben. Ganz interessant, diese Ladestationen kommen ja sogar ganz ohne Manpower aus. Also wenn man sich da vorstellt, Tesla hat überall sozusagen die eigenen Ladesäulen errichtet und alle lassen dann ihre Elektrofahrzeuge darüber aufladen, dann ja, dann wäre das natürlich schon fast eine Gelddruckmaschine für Tesla. Und vielleicht wollen dann sogar Einzelhändler oder so sagen dann, sie wollen eine Ladestation auf ihrem Parkplatz auch haben. Vielleicht sogar wollen sie das selber finanzieren, einfach weil es möglicherweise Kundschaft anlockt oder ähnliches. Also da könnte dieses Ladegeschäft könnte für Tesla durchaus auch ziemlich attraktiv werden. Und es festigt natürlich die eigene Position bei den Elektrofahrzeugen, wenn man hier sozusagen die eigene Ladeinfrastruktur zum Standard machen kann. Also das war auf jeden Fall ein kluger Schachzug von Tesla. Ob es diesen starken Bewertungszuwachs dann rechtfertigt, der dadurch ausgelöst wurde, da kann man dann eher wieder ein Fragezeichen dahinter machen. Also die Kurse sind ja danach auch stark angezogen und da gab es dann auch einige kritische Analystenstimmen, die sagen, das war dann vielleicht doch ein bisschen überzogen. Genau, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zu Netflix und Chill mit Popcorn. Da Genau, ja. sieht man schon, BMW. der Score ist ein bisschen tiefer hier bei 43 jetzt in dem Fall. Auch hier die Bewertung astronomisch, also 2023 KGV von 42 bei, dazu kommen wir auch gleich, sehr, sehr geringen Wachstumsraten, Ja, ist ja. schon sehr, sehr sportlich. Und genau, da würde ich sagen, Moment, ja, vom Chart her sehr, sehr starke Performance, nachdem das letzte Jahr doch eher sehr negativ war und man regelmäßig hoch zweistellig nach Quartalszahlen verloren hatte. Hier einmal so der Chart, da könnte es auch auf jeden Fall so in Richtung $380 gehen. Hier ist ja damals das Gap noch so bei ungefähr, ja, knapp unter $340. Genau, da könnte man dann mal vielleicht schauen. Also so $340 oder 360 hier bei den alten Verlaufshochs. Genau. Dann würde ich wieder dir das Wort übergeben, hier zu den Quartalszahlen von Netflix.
Genau, also anders als Tesla hat Netflix auch beim Umsatz, muss man sagen, die Erwartungen eben nicht ganz erreicht. Das war so das große Manko. Auch beim Ausblick auf den Umsatz im dritten Quartal lag man eben unter den Erwartungen. Also der Umsatz hat geschwächelt im zweiten Quartal und auch der Ausblick aufs dritte Quartal fiel da deutlich schwächer aus. Ja, was sehr gut ausgefallen ist, war eben das Userwachstum, also es kamen 5,9 Millionen neue zahlende Kunden hinzu. Das war deutlich mehr, als man erwartet hatte. Und da hat eben das, was Netflix hier, ja, das, was sie in den letzten Monaten und Quartalen gemacht haben, dass sie eben das kostenlose Account-Sharing hier versucht haben einzudämmen, das hat hier offenbar seine Wirkung gezeigt. Und viele Leute, die eben bisher irgendeinen Account mitgenutzt haben, sind dann doch dazu übergegangen, selber auch ein Abo abzuschließen. Und dieses Account-Sharing, also dass man das Account-Sharing zwar machen kann, dass man dann aber einen höheren Preis zahlen muss, das wird Netflix jetzt auch auf praktisch alle Länder ausdehnen. Das war bisher noch nicht in allen Ländern so, aber das wird jetzt praktisch weltweit oder fast weltweit so ausgerollt werden. Und ja, möglicherweise zeigt sich dann in den kommenden Quartalen in anderen Märkten noch so ein ähnlicher Effekt, wie es jetzt in den USA oder auch ja, in Europa zum Teil festzustellen war, eben dass die Leute dann doch mehr Abos wieder abgeschlossen haben, einfach weil sie nicht mehr kostenlos bei einem anderen so leicht mitschauen können. Ja, Gewinn viel besser aus als erwartet, sogar Free Cashflow viel deutlich besser aus als erwartet. Also eigentlich waren die Zahlen gar nicht so schlecht. Der Umsatz lag eben, wie gesagt, ein bisschen unter den Erwartungen und wie Valentin schon gesagt hat, das Wachstumstempo ist tatsächlich sehr niedrig. Also der Umsatz ist gerade mal noch 2,7% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Also ja, starkes Wachstum sieht man jetzt bei Netflix aktuell nicht mehr. Sehr spannend zu sehen, wie sich das auflösen wird. Auch Netflix, wir haben es ja gesehen, sehr gut gelaufen, die Aktie. Und auch da war, glaube ich, war dann der enttäuschende Umsatz, war dann mehr oder weniger einfach der Auslöser für Leute, dass sie die Aktie verkauft haben. Aber ich glaube, der tiefer liegende Grund war dann doch die sehr gute Performance, die Aktie schon gezeigt hat. Und ja, diese ich die, die, die Die aktuellen Zahlen und vor allem auch der Ausblick aufs dritte Quartal, glaube ich, die sind jetzt nicht so, die sind jetzt nicht so gut oder so toll, dass man da sagen würde, das wird da jetzt auf jeden Fall noch weitergehen, die Party. Also ich glaube, da haben jetzt viele einfach auch gesagt, ja, nehme ich Nehmen wir einfach mal ein bisschen mal. Geld vom Tisch Ja. und verkaufe jetzt einfach mal ein bisschen, weil ich glaube, ja, so stark wie die Aktie jetzt gestiegen ist, so stark wird es jetzt in den kommenden Quartalen wahrscheinlich oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiter zulegen. Und da haben viele einfach mal lieber einen Gewinn mitgenommen. Also die Zahlen waren nicht schlecht, würde ich sagen, aber sie waren jetzt nicht euphorisch genug, um jetzt hier einen weiteren Kurssprung zu rechtfertigen oder auch um nur die hohen Erwartungen, die jetzt eben schon eingepreist sind, irgendwie zu rechtfertigen. Und wie du es eben gesagt hast, das KGV ist sehr hoch und das Wachstumstempo ist eher gering. Also ist ja Netflix ist hier kein super toller Wachstumswert mehr, zumindest nicht aktuell. Ja, aber ich bin da Genau. auch sehr gespannt, wie sich das auflösen wird, ob Netflix in diese hohe Bewertung dann reinwachsen wird, wieder in den kommenden Quartalen und Jahren. Auszuschließen ist es nicht, aber ja, ich glaube, also man findet hier sicher auch gute Gründe, um da eher skeptisch zu sein, ja. Also im Vergleich so zu einer Disney oder so definitiv deutlich besser, aber natürlich Bewertung bei Genau. dem Wachstum ist astronomisch. Was vielleicht enttäuschen kann, man sieht jetzt hier Free Cashflow deutlich über den Erwartungen, auch der Ausblick hier zuvor 3,5 genau wurden erwartet. Die Ja. Schätzungen waren bei 3,8 und jetzt erwartet man sogar 5 Milliarden auf das Gesamtjahr. Da ist der Grund, dass man ja genau die Ausgaben generell für das Jahr 2023 für Inhalte niedriger hält und es natürlich diese ganzen Streiks gab. Genau deswegen. Das ist eigentlich der Grund, der dahinter liegt. Also man darf nicht sagen, wow, krass viel Free Cashflow produzieren die gerade. Das ist dann quasi so ein Einmaleffekt. Dass sie ein Umsatzwachstum für das zweite Halbjahr erwarten, das haben die auch noch angegeben, aber das haben sie die letzten Male auch gesagt. Und also die 2,7% da zu schlagen, das wäre natürlich das Mindeste, vor allem bei der Bewertung. Also genau, muss man beobachten, aber Zahlen waren okay. Aber jetzt bei dem Wachstum, bei der Bewertung und Ja. Wachstum wäre natürlich dann kein der Grund, warum es dann letztlich runterging. Genau, die meisten sind auch hier neutral gestimmt und sagen halten.
Genau, dann ganz wichtig natürlich noch, das war jetzt so ein Rückblick, wir wollen natürlich auch einen Ausblick geben, was die kommenden Wochen noch abgeht. Auch wenn wir schon bei 7 Uhr sind, das glaube ich, können wir noch machen. Die sind jetzt, glaube ich, nur noch 4 Slides, dann haben wir alles durch. Genau, man sieht, kommende Woche wird sehr spannend. Hier am Montag NXP für die Halbleiter nochmal. Dann auch ein spannender Wert, den wir auch schon mal im Stockfree Weekly haben, Medpace. Sollte man auf jeden Fall auch beobachten. Oder auch so eine. Genau, das war es jetzt eigentlich so am Montag, ja, oder Domino's Pizza vielleicht noch. Dann am Dienstag, ganz wichtig, Microsoft. Dann wird vielleicht noch spannend, so eine Danaher, LVMH, Visa, Texas Instruments auch für die Halbleiter, Waste Management, auch so ein paar Werte wie vor allem Snap, da kommen wir auch noch gleich zu. Dann am Mittwoch Coca-Cola, Thermo Fisher, Meta, ServiceNow, Lam Research, LIM Research, Chipotle, genau, eBay. Dann haben wir am Donnerstag Mastercard, Nestlé, Roche, AbbVie, McDonald's, Shell, Linde, S&P Global, Bristol Myers Squibb. Am Donnerstag dann auch noch L'Oreal, Intel, Mondelez, Kering, KLA, Tencor, Ford, Digital Realty Trust, Enphase Energy für die Solarfans. Und am Freitag dann noch ExxonMobil, Chevron, Procter & Gamble, Hermes. Genau, BASF dann auch noch, die schon mal die Prognose gesenkt hatten. Aber da wird dann wahrscheinlich das Ganze nochmal bestätigt. Genau. Ich Genau. habe heute noch gelesen, dass Amazon angeblich auch am Donnerstag die Zahlen vorlegt. Ich konnte es jetzt nicht Oh. mehr, ich konnte es jetzt nicht mehr überprüfen, aber ich glaube Donnerstag auch noch Amazon. Das fehlt jetzt hier in der Aufstellung, aber ohne Garantie. Ja. Genau. Die haben Genau, die ja, die haben aktuelle. ihre Zahlenvorlage erst sehr kurzfristig angekündigt und daraus haben dann Leute auch schon was abgelesen. Sie haben irgendwie länger gewartet, bis sie angekündigt haben, diesmal, wann sie die Zahlen vorlegen als in früheren Quartalen und das haben manche dann schon als negatives Zeichen interpretiert. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich ein negatives Zeichen ist oder ob da jetzt einfach was rein interpretiert wurde, was vielleicht ja was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Aber manche haben das offenbar so gesehen. Ja. Amazon hat da deutlich länger gewartet als in den früheren Quartalen und ja, kann man mal gespannt sein. Das habe ich auch festgestellt, dass irgendwie ganz viele Unternehmen irgendwie das ganz kurzfristig Ja. noch angepasst haben. Genau. Also wird spannend. Aber Ja. so wie es aussieht, ist es jetzt nicht so gepresst wie die letzten Quartale, als dann ja die ganzen Big Techs mehr oder weniger alle auf einmal Earnings abgegeben haben. Das ist eigentlich angenehm auch für mich so zum Ja. Durchleben der nächsten Wochen. Genau. Dann am Super. Dienstag, wie gesagt, Microsoft. Hier starker Newsflow zuletzt. Das hatten wir schon, dass Microsoft 365 Copilot jetzt 30 Dollar pro Monat kostet. Dann natürlich neues jährliches wiederkehrendes ja, wiederkehrenden Umsatz bringt. Dann auch dieser Wedbush-Analyst Dan Ives prognostiziert, dass dieses neue KI-Produkt oder die generelle Reihe so einen Umsatzanstieg von 20% pro Jahr im Cloud-Geschäft bis 2025 generieren könnte. Das ist ja auch einen schönen Beitrag zugeschrieben, den man natürlich auch mit Stockfree Trade mit oder Stockfree Plus dann auch direkt einsehen kann. Visa wird ganz, ganz spannend. Also die Aktie ist zuletzt sehr stark wieder oder wieder stärker angezogen, nachdem sie eigentlich sich kaum vom Fleck bewegt hat. Und hier fällt dann natürlich diese Inflation so als Treiber für das Transaktionsvolumen weg, was natürlich auf der einen Seite vielleicht negativ ist für die kommenden Quartale, dann glaube ich eher erst. Aber was man auch sieht, wenn man sich so eine United Airlines oder American Airlines heute anschaut, also die sagen, haben historisch gute ja, Buchungen, gerade tolles Geschäft. Also wenn die Reisebranche boomt, dann ist es natürlich auch gut für Unternehmen wie Visa oder Mastercard, die da kommen. Also da bin ich dann eher auch optimistisch. Dann bei LVMH, wie siehst du das? Da ist natürlich dann die Frage, ja, wie sieht es in China aus? LVMH liefert immer ab, aber ist natürlich auch sehr teuer bewertet. Was sagst du so zur LVMH? Ah, du bist noch gemutet, glaube ich. Oh genau, sorry, ja. Ja, also super spannende Aktie auf jeden Fall und dieses Luxusgütergeschäft auch ein super spannender Markt. Bei Richemont hat man das auch gesehen, Schweizer Luxusgüterkonzern, da sind die Zahlen eigentlich ganz gut ausgefallen, aber und auch in China muss man sagen, da haben sie profitiert davon, dass da eben im Vorjahr noch diese Lockdowns waren, die jetzt nicht mehr waren im zweiten Quartal. Also insofern China eigentlich sogar einen super tollen positiven Effekt im zweiten Quartal. Allerdings wurden am selben Tag dann auch die BIP-Daten aus China veröffentlicht und die sind deutlich schlechter ausgefallen als erwartet.
Und das hat dann so ein bisschen für Ernüchterung gesorgt. Und ja, also spannend auf jeden Fall. Und wie du es gesagt hast, also diese Luxusgüterkonzerne haben natürlich eine riesige China-Abhängigkeit und das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß Ja. aus Sicht vieler Investoren. Von daher, ja, Wird China-Risiko auf jeden Fall spannend. was man im Blick haben muss und wird spannend, genau, ja. Dann haben wir noch die Snap, das wird auch spannend. Also die letzten Ja. Male im letzten Quartal war es dann nicht mehr so, weil Snap dann erst danach berichtet hat. Aber diesmal wäre Snap auch wieder vor Google, Meta dran. Genau, da wird es dann spannend, ob die Aktie, wenn die wahrscheinlich wieder enttäuschen werden, dann den ganzen Werbemarkt mit runterziehen. Und dann Ja. könnte man auf jeden Fall bei Unternehmen wie The Trade Desk, hier Kürzel TTD, zuschlagen. Also die haben trotz Werbemarktflaute in den letzten Quartalen bei Google und Meta immer abgeliefert. Also da muss man dann ganz genau schauen und dann gucken bei den Unternehmen, wo es dann natürlich nicht so schlecht läuft, die dann ungerechtfertigt abgestraft werden von Snap, wenn es überhaupt diesmal so ist. Also man meint, der Markt sei effizient. Und ist ein bisschen rational, aber oft kommt es dann immer wieder zu den Abverkäufen, die irgendwie Snap dann auf einmal mit einer Google oder mit einer Meta vergleichen. Genau. Dann haben wir Mittwoch Coca-Cola, Meta und ServiceNow. Bei Coca-Cola wird natürlich wichtig, so die Margenentwicklung und das Absatzwachstum ist ja auch schon rückläufig gewesen. Also man hat weniger Menge verkauft, aber durch die höheren Preise ist der Umsatz halt angestiegen. Irgendwann kann man die Preise nicht mehr so ganz einfach anheben, außer man ist Coca-Cola, aber bei Coca-Cola bin ich eh so, ja, ist irgendwie spannend, dass sie mit so wenig Produkten da so krass laufen und günstig sind jetzt auch nicht bewertet. Ja, muss man so im Blick behalten. Dann Meta wird ganz spannend, ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Da wird es dann auf die Daily Active Users und Monthly Active Users sowie die neue Plattform Kommentare dazu. Ja, drauf ankommen. Da habe ich zuletzt gelesen, dass anscheinend Threads sogar die Hälfte der Daily User verloren hat. Aber das ist natürlich klar, wenn viele neue Leute dazukommen, die mal die Plattform ausprobieren wollen, dass es dann nicht für viele was ist. Das würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber auch spannend im KI-Bereich. Also die setzen eher so auf Open Sourcing KI-Modelle und dann können die natürlich Third-Party-Entwickler in ihr Ökosystem einbinden, die da Dinge entwickeln und die dann später monetarisieren. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, Meta in dem KI-Bereich, vor allem weil sie auf so einem Datenschatz sitzen. Genau, und dann hier noch ein paar weitere Earnings. Dann Mastercard hatten wir schon, McDonald's mehr oder weniger genau dasselbe wie bei Coca-Cola. Da kommt es auf die Marge an. Und dann bei Intel wird es natürlich spannend. Wie sieht es aus bei den ganzen Investitionsplänen mit den Manufakturen? Die wollen ja auch stärker investieren. Dann natürlich Frage immer die Dividende, ob die da vielleicht auf dem Spiel steht irgendwann, also die letzten Quartale Sie bei haben sie ja Intel schon waren. gekürzt. Sie haben sie ja schon Ja, genau. gekürzt, Anfang des Jahres, glaube ich, oder Mitte, ja, Anfang des Jahres irgendwann, genau. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, wie es da aussieht. Und dann in der Woche drauf wird es dann nochmal spannend. Hier habe ich Apple am Donnerstag, Amazon ist auch nicht hier drauf, aber du meinst ja, die kommen vielleicht so am Donnerstag nächste Woche und da wird es Genau, dann genau. auf jeden Fall ganz spannend. Ja. Da weiß ich noch gar nicht, ob der Markt das wieder schon dran denkt, weil Amazon ja die Beteiligung an Rivian hat, die zuletzt eher so negativ auf die Zahlen geschlagen hatte. Und als Rivian noch gut performt hatte, gab es dann mal diesen krassen Tag, als Amazon da hoch zweistellig auch zugelegt hatte und dann auf über 130 Euro gegangen ist. Das sollte man sich auf jeden Fall mal so im Hinterkopf behalten, weil Rivian die Kursperformance zuletzt wieder stärker war, dann natürlich der Anteil ja in der Amazon-Bilanz auch wieder ansteigt und dann könnte es natürlich mal wieder einen positiven Einmaleffekt geben, den man dann vielleicht für ein Kursfeuerwerk nutzen konnte. Also da bleibt es auf jeden Fall sehr spannend. Da steht dann einiges auch an mit vielen weiteren spannenden Werten wie Arista Networks, Qualcomm, Shopify, Block, PayPal, alles Mögliche. Aber das besprechen wir dann wahrscheinlich im nächsten TradeMate-Webinar. Was sind so die Earnings, wo du jetzt noch am größten draufblickst oder was findest du jetzt so am spannendsten? Also am ehesten natürlich die Big Tech-Unternehmen, klar. Ich glaube auch, das wird für den Gesamtmarkt das Entscheidende sein, einfach weil der Gesamtmarkt auch so stark von diesen Big Tech
Aktien abhängt und ja, also aber es ist so vieles interessant und es gibt so viele Zahlen, wie man ja, wie du ja hier wunderbar gezeigt hast und ja, also die nächsten Wochen werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bestimmt gibt es auch die eine oder andere Überraschung, die man jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte und ja, bin sehr gespannt. Ja, und wenn ihr auf jeden Fall nicht verpassen wollt, sei es jetzt Quartalszahlen oder sonstiges Trading-Ideen, wie wir die Zahlen einschätzen, unsere anderen Experten, dann auf jeden Fall Stock Free Trade mit ausprobieren. Kann man immer 14 Tage unverbindlich ausprobieren.